Herzlich willkommen zum Arrow Early Bird Exchange. Mein Name ist Dani Tejido von der Arrow. Neben mir Andreas Tischer von der Fortinet. Wir möchten auf dieser Plattform kurz und bündig euch ein Update geben über die Newest News und was gerade so zu berichten gibt. Schönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen. Danke, Daniel, für die Einladung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Für alle, die da sind, einen guten. Und wir sind alle auf Mute, nur wir sind am Reden. Fragen bitte über den Chat, damit wir die im Nachgang beantworten können. Und dann kommen wir gerade zum ersten Thema, den Newest News. Unser Team ist langsam am Wachsen. Wir haben über Country Manager, BU Lead und Inside Sales meine Wenigkeit als BDM, Jasmin Wipf als Inside Sales und Patrick Damanschger, unser System Engineer und von der Fortinet, der wichtigste Mann heute, der Andreas Tischer. Wenn wir zu den Newest News kommen, dann möchten wir ganz kurz einmal über die Releases erzählen, wo man immer, wenn man NSA4 ist, über die Agora-Gruppe überkommt. Und das lohnt sich wirklich, dass man dort jede Woche die Newest News, was Fortinet gerade macht, gehört. Vielleicht noch ein paar Worte von dir, Andreas, zu der Agora-Gruppe. Sehr gern, Daniel. Also die Agora-Gruppe ist eine geschlossene Gruppe in unserer sogenannten Fuse-Community. Fuse-Community ist eine öffentliche Gruppe, da kann sich jeder kostenlos registrieren. Einfach mal auf fusecommunity.fortinet.com gehen, da kann man sich rechts oben registrieren. Und sobald ihr dann mal ein NSA4-Zertifikat habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden oder beim Daniel und wir laden euch dann in die geschlossene Gruppe ein und ihr profitiert dann von Insider-Informationen, News, den neuesten Releases und natürlich, wie der Daniel gesagt hat, jeden Montag in der Regel, zumindest Montag, Nachmittag oder am frühen Abend dann noch ein Weekly Newsletter aus der Schweiz für die Schweiz. Cool. Und wir haben ein bisschen reingeschaut, was ist der letzte Monat so gelaufen und haben gesehen, wir haben ein neues Produkt und zwar der FEX 311F. Genau, Daniel. Der FortiX Sender, ein total cooles Gerät, der hat zwei spannende Funktionen. Also zum einen müsst ihr euch vorstellen, ihr habt vielleicht eure Firewall, eure FortiGate im Keller stehen und würdet gerne mit einer SD-WAN-Strecke via Mobile, also SIM-Karte, 3G, 4G, 5G jetzt auch schon, vielleicht eine zweite Leitung haben für einen Failover, für irgendwelche Probleme. Und euer 3G, 4G-Modem unten im Keller hat keinen Empfang. Und die eine Funktion ist eben, dass ich den FortiExtender irgendwo im Dach oben oder im Dachgeschoss oder irgendwo oberhalb vom Basement montieren kann und dann quasi mit dem Faden an der Firewall anschließe und das Gerät dann sich als Interface meldet, ich das auch als SD-WAN-Member nutzen kann und dann eben für den Fall, dass die Glasfaserleitung draußen vom Bagger zerstört wird, dann der FortiExtender den Traffic übernimmt und daher eben als externes Gerät, kann man sagen, verfügbar. Solche Funktionalitäten sind natürlich auch in den Firewalls drin mit der 3G, 4G-Variante, aber eben wenn es darum geht, dass man Empfang haben muss, weil die Geräte im Keller sind, dann ist das eine Funktionalität. Und das Zweite, was auch echt extrem spannend ist, ich kann einen FortiExtender auch beispielsweise in eine Branch stellen und dort quasi die Geräte anhängen und dann verbindet sich der FortiExtender via VPN mit dem Headquarter und der ganze Traffic geht quasi ins Headquarter, ohne dass ich jetzt unbedingt eine Firewall in der Branch aufstellen muss. Klar, ich habe ein bisschen weniger Funktionen, es gibt kein Local Breakout, aber für so ganz kleine Betriebe macht es durchaus Sinn, das auch als Verbindungsstrecke ins Headquarter zu nutzen, Daniel. Also auch cool, wenn man mal irgendwo ein Pop-up-Geschäft auftut, kann man mit dem FEX genau seine sichere Verbindung mitnehmen und ist somit immer gesichert, hat auch eben Wireless drauf, hat ein paar Ports drauf, also man hat die Möglichkeit, einen abgelegenen Standort relativ einfach zu erweitern, ohne Handstand und Security bleibt nach wie vor auf Top-Level. Genau. Ganz ein cooles Gerät, ich denke, das muss man sich wirklich mal anschauen, weil wir haben immer wieder die Situationen, wo man jetzt irgendwo in the wild Internet braucht für eine kleine Gruppe und da ist das Gerät prädestiniert dafür. Genau, und das Schöne ist auch, der lässt sich auch noch via PoE befeuern, strommäßig. Das heißt, wenn schon so ein kleiner PoE-Switch um ist oder so, dann wirklich Plug and Play und es läuft los. Cool.
Echt cool. Dann hat es natürlich auch immer wieder neue Releases gegeben. Ich glaube, wir haben ganz viel Fixes gehabt in der letzten Zeit. Features hat es nicht ganz so viel gegeben, aber man sieht dort wirklich, wenn man in dieser Agora-Gruppe ist und den Newsletter bekommt, Fortinet ist nonstop dran, ihre Produkte zu verbessern und auf den nächsten Level zu heben. Also echt, Hut ab bei der Fortinet, sie sind dort mit Hochdruck dran. Und auch wenn es mal irgendwie etwas gibt, eine Vulnerability oder irgendetwas, ja, das wird sofort innen da patched oder gefixt und dann kann man den Patch einspielen. Also Hut ab. Dann Promos und Rewards. 40 Rewards heißt das Thema, das findet ihr auch auf dem Partnerportal. Und das ist ähnlich wie eine Cumulus-Geschichte, die ihr habt. Ihr könnt mit jedem Deal, mit jeder Zertifizierung, könnt ihr Punkte sammeln, aber ihr müsst angemeldet sein. Und das ist vielleicht das A und O, dass der Verantwortliche bei euch, der das Partnerportal managt, dass er dort mal die Anmeldung losschickt. Und dann passiert das automatisch. Auch wenn ihr irgendetwas macht, könnt ihr die Proofs, die ihr habt, also die Rechnungen, die ihr habt, könnt ihr hochladen. Und das gibt wirklich richtig Bares, wo ihr dort könnt zurückholen könnt. Auch gerade, wenn ihr eben, wie wir jetzt gesehen haben, Agora-Gruppe, NSE4, wenn ihr euch weiterentwickelt und die Prüfungen macht, die Prüfungskosten könnt ihr angeben, die Proofs könnt ihr hochladen und da bekommt ihr einen grossen Teil, wenn nicht sogar alles, amigs dann so wieder gut geschrieben. Also dort ein Tipp von mir, einmal anmelden, weil nur wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr in den Genuss kommen. Und ich glaube, Business gibt es genug. Oft vergisst man das und dann nimmt man das einfach nicht mit. Und das ist eigentlich schade, weil Forti möchte das fördern und gibt euch so die Möglichkeit, einfach die Punkte, die Dollars zu sammeln, die ihr dann wieder für etwas könnt ausgeben könnt, was ihr zusammen macht. Das Schöne ist auch, Daniel, ihr seid völlig losgelöst. Ihr könnt entscheiden, was ihr mit dem Geld macht. Ihr müsst das Geld nicht wieder einsetzen. Ihr könnt auch beispielsweise das Geld sammeln. Das machen auch viele Partner von uns, sagen, wir bezahlen unsere Weihnachtsfeier beispielsweise davon. Cool. Also eben, dann nachher, das, was ihr jetzt bekommt, ist nicht an Forti gekoppelt. Das könnt ihr dann wirklich, über das könnt ihr frei verfügen. Dann schliessen zu der Preisliste. Haben die meisten sicher auch schon mitbekommen. Am 5. September hat es dort eine Anpassung gegeben. Eine leichte Erhöhung bei gewissen Produkten. Wenn ihr noch Quoten gehabt habt oder noch habt, die noch gültig sind mit den alten Preisen, auch mit euren Kunden reden, dass ihr die noch mal richtig könnt. Ja, motivieren, noch zu diesen günstigen Preisen das zu kaufen. Weil, wie gesagt, ab dem 5.9. sind die neuen Preise da. Und es sind nicht riesige Erhöhungen, aber nevertheless, es sind Erhöhungen. Und da die meisten Kunden preissensitiv sind, ist das sicher ein Thema, das man eh angehen kann. Super, Daniel, genau. Was ich heute früh auch noch bekommen habe, brandaktuell, die Q4-Preisliste ist bereits verfügbar, zieht aber erst ab dem 7. November, also wie der Daniel sagt, ihr habt noch einen Moment Zeit. Aber ihr seht auf jeden Fall schon, was sich ändern wird und ja, einfach, dass ihr Bescheid weißt. Genau. Also dort auch immer im Partnerportal haben wir die neuesten Geschichten aufgeschaltet. Lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen, weil ja, dann ist man up to date und wird nicht überfahren, sage ich jetzt einmal. Dann in den Zeiten, wo Hardware teilweise ein bisschen längere Lieferfristen hat, haben wir gefunden, wir gehen Richtung Cloud, Richtung Software, um euch dort Möglichkeiten zu zeigen, wo ihr Kunden könntet motivieren oder ihnen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, weil auch dort hat FortiGate ganz coole Lösungen. Alright, Daniel. Also das Thema ist jetzt mal, was habt ihr für Möglichkeiten, eure FortiGate zu managen? Wie der Daniel sagt, wir haben ja neben unserem FortiManager als Appliance auch die Möglichkeit, FortiGate Cloud zu nutzen. Vielleicht ganz kurz, FortiGate Cloud ist ein Managementsystem von uns, läuft in unserer Umgebung in der Cloud, mit dem ihr im Grunde genommen alle Settings, alle Policies durchführen könnt direkt. Ist kein vollwertiger FortiManager. Aber ist auf jeden Fall eine ganz coole, schlanke Möglichkeit, eine Firewall zu stagen. Also das funktioniert. Wie ich dann schon angesprochen habe, den FortiManager, den gibt es als Appliance, genauso wie als Standard-VM für eure Hypervisor, für On-Prem
wie auch für sämtliche Cloud-Anbieter, genau. Und FortiManager Cloud, der vollwertige Manager für FortiGates, Access Points, Switches, alles, was ihr lokal am Laufen habt, direkt in der Cloud. Und ihr seht die Unterschiede. Natürlich in der Cloud sind manche Dinge nicht möglich, beispielsweise der Distribution Server. Das ist so eine Möglichkeit, dass man sagt, normalerweise, wenn die Firewall ein Update bekommt, dann lädt sie das direkt von unserem FortiGuard-System runter. Wenn jetzt aber die Firewall airgapped wäre und nicht die Möglichkeit hätte, ins Internet zu kommen, dann kann ich konfigurieren, dass der FortiManager quasi diese Patches und Updates bereitstellt. Das wird jetzt hier beim FortiManager Cloud nicht funktionieren. Aber ich möchte euch jetzt die Tabelle nicht hier vorlesen. Ihr seht mal so einen groben Überblick. Wenn ihr detaillierte Fragen habt, dann kommt auf Daniel oder auf mich zu und wir helfen euch, unterstützen euch da je nach Use Case und finden raus, was für euch die beste Möglichkeit ist. Genau, ihr seht auch unten noch einen Link. Ihr bekommt die Präsentation ja noch im Anhang zu den Release Notes. Ihr seht auch so ein bisschen die Unterschiede, what's new, welche neuen Funktionen sind dazugekommen. Das heißt, die Tabelle kann sein, dass die in einem Monat schon wieder ein bisschen anders ausschaut. Am besten immer wieder mal reingucken, die Releases durchschauen und ansonsten natürlich immer auf den Agora Weekly Newsletter warten. Da steht es dann auch drin. Genau, der Newsletter, wer den nicht hat, docs.fortinet.com, ein Link, wo man braucht. Super, genau. Hier vielleicht noch ganz kurz, FortiGate Cloud ist ja so, ihr könnt auf jeder FortiGate direkt im Dashboard habt ihr einen Switch, wo ihr quasi diese Funktion aktivieren könnt. Ihr meldet euch in der Cloud an und habt dann diese abgespeckte Management-Funktion für eure FortiGate. Wenn ihr keine Lizenz kauft, dann habt ihr die Free-Variante am Laufen. Die hat jetzt allerdings Restriktionen, das ist klar. Zum Beispiel nur 7 Tage Log-Retention anstelle von einem Jahr, was natürlich Sinn macht, gerade heutzutage mit Auditierung und so weiter, dass man einfach die Logs lange hat. Und ihr könnt auch ein bisschen mehr customizen in der Premium-Subscription. Aber ihr seht, mal zum Test für ein erstes Look and Feel macht die Free-Version schon absolut Sinn. Cool. Und das Gleiche gibt es ja auch für den FATS. Korrekt. Und von dort her, wer jetzt an den SMB-Summits war, wo da sind und ein bisschen etwas über Security Fabric gehört hat, hat dort dann auch mitbekommen, dass man die Security Fabric aktivieren kann, gibt es einen Schalter in der FATS, also oder auf dem FATS. Und wenn ihr keinen FATS habt, wäre das eine Variante, wo ihr könnt sagen, okay, ich nehme den in der Cloud und aktiviere das und habe die Vorteile von der Security Fabric schon aktiviert for free. Und natürlich könnt ihr das eurem Kunden zeigen, was man alles kann machen mit dem FATS, wo sich nachher vielleicht sogar herauskristallisiert, dass das etwas ist, dass er wirklich die Reports haben will und die Einsicht. A way to go, etwas zum Zeigen, etwas zum Ausprobieren, immer wert. Genau, jedem auch, wenn ihr sagt, ihr würdet das echt gerne mal ausprobieren und würdet es auch zeitlich uneingeschränkt mal nutzen mit ein paar Restriktionen, ladet euch in unserem Supportportal mal das Outfile runter für euren Hypervisor, installiert euch das. Sobald ihr euch das erste Mal auf der GUI einloggt, dann seht ihr hier links so ein Fenster, dort kriegt es oder meldet euch mal an mit eurem Forti-Account und ganz wichtig, wählt unten den Free-Trial-Button aus, dann könnt ihr euch einloggen, die Maschine läuft los, ist ein vollwertiger Forti-Manager mit ein paar Restriktionen, aber ihr habt zumindest zeitlich keinen Stress. Und wie der Daniel gesagt hat, analog genau das gleiche beim Forti-Analyzer-VM, einfach die Trial starten, dort ist einfach Gigabyte pro Tag die Restriktion. Also ihr könnt nicht so viel an Logs verarbeiten, wie jetzt mit einer Subscription. Aber für mittlere, kleinere Kunden, absolut, könnt ihr schon das Giga etwas zeigen. Ja, das ist auch das, was wir euch wollen zeigen. Es soll auch immer etwa in diesem Rahmen sein, also nicht länger als eine halbe Stunde. Es soll euch einfach kurz einen Überblick geben, was es Neues gibt, neue Themen geben für eure Kunden. Nehmt es mit. Wenn ihr Fragen habt, bitte jetzt in den Chat stellen. Und sonst würden wir uns freuen, euch wieder zu sehen. Wie gesagt, am 9. geht es weiter. Tun wir heute Set DNA zeigen. Jetzt könnt ihr euch das noch anschauen. Und natürlich dann beide Geschichten zum Downloaden oder zum Anschauen auf dem Web, auf unserer Homepage, auf dem YouTube-Kanal oder als Podcast. Danke vielmals nochmal, Andi, fürs Dasein. Danke, Daniel, für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis bald wieder. Ja. Also, ganz schönen Tag noch, viel Erfolg, auf Wiedersehen. Tschüss.